Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Saring und ich möchte Ihnen in diesem kurzen Video zeigen, wie Sie die Erweiterung Soplex in Thunderbird installieren, um eine sorbische Rechtschreibprüfung zur Verfügung zu haben. Dazu öffnen wir Thunderbird und gehen in das Anwendungsmenü. Hier finden wir einen Menüpunkt, der heißt Add-ons. Den klicken wir einfach mal an und dann klicken wir am besten hier auf Erweiterungen und nun können wir theoretisch in den Add-ons von Thunderbird selber suchen nach Soplex. Das tun wir jetzt mal ganz kurz. Leider Gottes ist es nicht ganz als erstes zu finden. Man müsste hier ein bisschen runterscrollen. Und findet hier dann unter Upper Sorbian Spell Checker die Soplex-Erweiterung. Wir sehen, dass es hier in einer Version 2.10.22 verfügbar ist. Man kann dieses Modul einfach hier installieren, indem man zu Thunderbird hinzufügen klickt. Da kommt auch wieder diese Software-Installationshinweis, damit das nicht automatisch installiert werden kann. Wir drücken jetzt mal auf Jetzt installieren und dann gehen wir mal den Reiter zurück und sehen, dass hier ein Menüpunkt dazugekommen ist, der Wörterbücher heißt und wir sehen, dass dieses Modul hier integriert ist. Wir gehen mal ganz kurz auf die Startseite und testen, ob die sorbische Rechtschreibprüfung schon funktioniert. In LibreOffice hatte ich ja immer das Problem, dass man das LibreOffice neu starten musste. Hier in Thunderbird geht das sofort. Da war der zweite Monitor wieder. Und wir geben jetzt mal ein Wort ein wenig falsch ein. Und sehen, dass er das unterstreicht. Wie auch in LibreOffice funktioniert hier diese Ersetzung oder diese Wortvorschlag. Aber natürlich nur wie auch in LibreOffice, wenn nur ein Buchstabe falsch ist. Wenn mehr als ein Buchstabe falsch ist, dann unterstreicht er das natürlich auch. Aber er schlägt keine sinnvolle Ersetzung vor. Ich schließe jetzt mal ganz kurz. Wir haben ein Problem und zwar über diese Erweiterungs-Download-Seite von Thunderbird bietet er halt die Version 2.10.22 an. Jetzt hat man theoretisch die Möglichkeit, hier auf Updates überprüfen zu machen, aber Thunderbird findet hier keine Update-Informationen, was bei LibreOffice sehr gut funktioniert hat. Auf der Projektwebseite soplex.de gibt es bereits eine neuere Version. Deshalb empfehle ich grundsätzlich, solange diese Update-Funktion nicht ordentlich integriert ist, dass wir die Installation direkt über die, also das Installationspaket direkt über die Projektwebseite runterladen. Da rufen wir mal ganz kurz die Webseite auf. Und dann finden wir den Download hier in dem Menü. Download. Und hier sehen wir schon die verschiedenen Download-Möglichkeiten und laden im Prinzip dieses Paket herunter. Speichern unter. Okay. Nee, das war das Falsche. Wir müssen dieses Paket für Thunderbird. Link speichern unter. Okay. Also das XPI-Paket ist für Thunderbird und auch für Mozilla Firefox. Und das OXT, das war für LibreOffice und OpenOffice. Um das jetzt manuell zu installieren, gehen wir hier wieder auf Erweiterungen und sagen hier Add-on aus einer Datei installieren.
So, das ist schon der richtige Ordner. Wir wählen im Prinzip die aus. Sie sehen hier, das ist die Version 2.24.00 und nicht die 2.20. Öffnen, da kommt wieder dieser Installationshinweis. Jetzt installieren. Und wir sehen, dass jetzt unterhalb von Wörterbüchern die richtige Version zu finden ist. Wir machen nochmal einen kurzen Test, ob es auch funktioniert. Verfassen einen neuen Text. Wir können hier mal die Schriftart auch ein bisschen größer machen, eventuell. Und schauen, ob die Ersetzung funktioniert. Ja, funktioniert. Vielen Dank, das war's. Und ich hoffe, dass Sie auch Spaß am nächsten Video haben. Vielen Dank.